Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Was für Schreie hier. Na gut, wir haben das letzte Mal Ritter Astorias besiegt, was ich euch natürlich leider nicht zeigen konnte. Wir sind jetzt hier und durchforsten mal als erstes die obere Gegend hier. Kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Ich bin hier reingegangen, hier war ein graues Tor. Keine Angst, einfach durchgehen. Und dann kann man, glaube ich, hier Kämpfe machen. Duell in der Ruine, Duell. Ich glaube, es ist irgendwas Online-mäßiges. Ich habe es nicht getestet, weil ich online nicht spielen möchte. Na gut, aber wir gehen mal hier hoch. Ein bisschen war ich schon hier oben. Und ich kann euch kurz sagen, damit ihr auch alles seht. Ich möchte euch ja nichts verheimlichen. Also keine Angst haben, hier oben ist kein Gegner oder so. Wenn man hier hinter der Treppe geht, findet man eine Leiche da hinten. Und da findet man ein bisschen Seelen von einem Helden, eine Seele. Praktisch. Hier kann man weiterlaufen. Und dann freut man sich, dass man da eine silberne Tür findet, beziehungsweise eine Stahltür. Und die kann man natürlich nicht öffnen. Ist sie verschlossen? Natürlich ist sie verschlossen. Wäre ja auch zu einfach, wenn es einfach mal einfach wäre bei Dark Souls, ne? Gut, also hier können wir nicht weiter. Aber die behalten wir im Hinterkopf, dass hier eine Tür ist. Falls wir nochmal einen Schlüssel oder irgendwas ähnliches finden. Eventuell ist es ja auch ein Weg von der anderen Seite. Müssen wir sehen. So, wir gehen mal hier weiter runter. Und unten kann man am Leuchtfeuer, wo wir gerade eben aufgewacht sind, kann man ja auch noch weitergehen. Das machen wir jetzt. Schupp. Oh, andere Richtung. Schupp. So, hier haben wir gerastet. Das ist auch nicht so wild. Und gibt es hier verschiedene Wege. Kann man hier auch durch? Sieht aus wie eine Treppe, oder? Ach, guck mal, da unten ist so ein merkwürdige Geräusche hier, da. Okay, wir gehen mal da runter. Da oben waren wir gerade. Die kann auch längs gehen. Sind hier Treppen? Stadt Olasil, okay. Oder? Okay. Okay, die haben nicht viel. Viel Leben haben die nicht. Aber sie können zuhauen. Das ist ja das Viech. Kann man hier immer gegenhauen oder so? Das sieht so aus. Ne, hier? Ne. Also es sieht so ein bisschen so aus, irgendwie, als ob man dagegen hauen konnte. Das kann man anscheinend, ne? So, gehen wir hin. Große Seele von einem stolzen Krieger. Oh, guck mal, hier sind ein paar mehr. Jetzt sollten wir die mit Pfeilen bombardieren. Oh, ich habe meinen Bogen gar nicht ausgerüstet. Das sollten wir nochmal schnell machen. Der gute Bogen, wo ist der? Oh, weiter runter. Greift mich natürlich jemand an. Zack. Okay. Jetzt mal heilen. Dann locken wir die anderen beiden Eierköpfe ran. Oh nein, ich heile mich. Das wollte ich gar nicht. Schwert! Okay, wir haben ein bisschen aufpassen hier. Das war ein bisschen blöde von mir. Sehr risky, aber egal, haben es geschafft. Heilen wir uns nochmal kurz. Und noch einmal. Und runter. So, eleganter Move. Oh nein. Das ist immer, wenn ich das nicht vergesse, mir das Schild rumzustellen, dann heile ich ihn natürlich wieder. So. Das sieht ja aus wie ein Fahrstuhl hier. Ist wieder eine Abkürzung? Testen wir mal. Na, es kann eine Abkürzung werden. So. Ach, dahinter geht's weiter, okay. Okay. Nochmal heilen kann ich nicht. Also ohne Heilung machen erstmal. Hier so eine Treppe runter. Ist hier auch immer runter? Nee. Und dann hört ihr auch die ganze Zeit diese wehren Geräusche von denen. Sehr, sehr nervig. Oh.
kommen. Halten wir uns mal kurz. Was immer das da für ein Viech ist, müssen wir mal testen. Okay. Gut. Jetzt nicht so stark. Ah! Oh. Ah. Nein! Ein blödes. Lauert er mich auf? Lauert er mich auf? Lauert er mir auf? So. Ich höre viele Geräusche. Mal runter. Trinken wir nochmal was, sicherheitshalber. Geht so um die Ecke? Aha. Noch ein Weg. Na gut, es gibt mehrere Wege. Sollen wir erstmal den hier nehmen? Wahrscheinlich, ne? Lass die droppen auf jeden Fall nichts. Aha. Okay, da können wir wahrscheinlich rüberrollen. Geht's aber nicht weiter. Da kann man doch auch irgendwie rein, bestimmt. Gehen erstmal hier weiter rum. Keine Türen, die man auch machen kann. Was ist denn gerade für ein Geräusch? Es wäre Licht. Es wäre Licht, es wäre Licht. Hört ihr das? Okay, es fallen ein paar runter gerade. Okay, es wäre Licht, es wäre Licht. Klingt gut. Okay, da ist einer, so ein Typ drin. Gucken, ob wir den erwischt kriegen. Jetzt hoch. Und da geht's runter. Die Frage, gehen wir erstmal da hinten hin oder gehen wir erstmal hier hoch? Gehen wir mal kurz hier hoch und gucken, was hier oben noch irgendwas war. Ja, es ist aber auch verwinkelt hier. Mein Gott. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Natürlich. Und dort liegt ja eine Leiche. Noch eine Seele. Kann man gut gebrauchen. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Oder? Nee, ich sehe hier keinen Weg, wie wir weiter rumkommen. Da sehe ich zumindest nicht. Und hier auch nicht. Nee, gut. Dann gehen wir hier zurück. Da ging es ja auch nicht weiter. Hier geht es nur wieder runter. Dann gehen wir rein, dann gehen wir hinten mal runter. Oh. Hier müssen wir schnell killen. Oh, jetzt aber schnell. Oh. Okay. War nichts mit jetzt aber schnell. War eher mit, oh, kacke, jetzt mal langsam. Okay, holen wir unsere Sachen wieder und ah, das ist natürlich ärgerlich. Das ist gegen Magie. Habe ich ein Schwert gegen Magie? Ich guck gleich mal. Ja, ein Schild. Welches wir nutzen könnten. Wäre natürlich nicht schlecht. Hm. Kriegen wir hin. So, warte mal, wir gucken mal. Was ist das nämlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ups. Guck mal die Schilder. Ich bin rüber gerade schon falsch. Na. So. So, gucken wir mal nach. Magie 40, physisch 65. Das sind die nicht schlecht. 100 Blocken und Magie 80. Was ist denn das? Wappenschild plus 5. Das ist ja das, was wir drin haben, oder? Nee, ist falsch. Gut.
Wenn du das Doppelschild plus 5 einmal. So. Weiter geht's. Eieieiei. Das ist nämlich auch mal cooler Schaden. Da kannst du schon heilen. Und wieder ab zurück zum Schild. Bis er kommt. Oh, hab ich dich erwischt. Muss noch kurz heilen. So, man lernt ja, ne? Man lernt ja dazu. Um die Ecke waren wir schon. Nee, da sind wir längst gegangen, ne? Da gab es einen anderen Weg. Den laufen wir erstmal weiter wieder den Weg. Erstmal das alte hier. Meine Sachen wiederholen. Echt, echt verwinkelt das Ding hier, muss man sagen. Ganz cool, aber sehr verwinkelt. Oh, das hat er fallen gelassen. Ein aufgeblähter Kopf. Wohl immer für den, für was man den auch immer gebrauchen kann. Aber das ist. Kann man auch darüber springen eigentlich? Oder gehen wir, kommen wir ja so gleich hin. Ja, Quatsch. So. Kommen wir mal schon, kommen wir direkt hier rein. Wollte mal sehen, wie viele abhält, aber der hält auf jeden Fall mehr ab als das andere Schild. Das ist schon nicht schlecht. Sind wir gestorben? Hoch kommen die leider nicht zu uns, ne? Okay. Kurz hier raus. Einmal kurz heilen. Blöde Viecher. Guck mal, was hier um die Ecke noch irgendwas ist. Eine Verzeihungsmaske, okay. Was ist denn eine Verzeihungsmaske? Warte, mal gucken, wo wir die finden. Hier sind wir tief runter. Ach Mist. Mann. So. So, und schnell was trinken. Blöde Viecher. Heilen wir uns einmal hier. So, ein paar Kisten und wahrscheinlich ist hier so ein Monster drin. Nein.
Finstere Kugel. Was immer wir mit der finsteren Kugel machen können. Also hier rüber springen können wir definitiv nicht, das glaube ich niemals. Gut, das war's. Mehr ist hier nicht. Gut, können wir unsere Sachen einsammeln. Hier draußen gab es auch nicht mehr. Ja. Mal überlegen, wo wir jetzt hin sollen. Hier stand der andere. Es gab hier keinen Weg runter, eine Treppe oder so, ne? Nee. Gut, naja gut. Dann gibt es ja anscheinend, kennen wir ja noch den anderen Weg oben, die noch nicht gegangen sind, dann gehen wir den erstmal. Ich glaube, hier haben wir alles abgegrast, sozusagen. Es werde Licht, was heißt denn bloß, es werde Licht? Man kann bestimmt darüber springen aufs Dach, aber was soll ich auf dem Dach, ne? Ja, das habe ich auch übersehen. Ich muss auch irgendwo wieder hochkommen. Da. Dort war's. Da muss ich erstmal zurechtfinden. Also entschuldige, wenn ich mich die ganze Zeit verlaufe hier irgendwie. Aber ich muss sagen, es ist auch gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden. Können wir wieder rüber auf die andere Seite. Hier wieder hier hoch. Auch hoch. Hier links. So. Oh. Nicht mein Plan. Genau. Jetzt sind wir hier und dann können wir da die Treppe mal weitergehen. Zack. Bam, genau mein Schwert gelaufen. Cooler Depp. Sieht ja nicht gerade einladend aus hier. Die Truhe, die greift an. Müssen wir noch. So. Sehr gut, Maske. Okay. Wir finden verschiedene Masken hier. Okay, jetzt gehen wir lieber hier runter. Diese Geräusche, ne? Ah, ich gucke, muss mich immer, ich gehe immer so vorsichtig vor, weil ich ja nicht genau weiß, was passiert hier. Große Scherbe, okay. Hier geht's ja mit den Scherben los. Oh, jetzt hat mich. Ja, da vorne, okay. Okay, er trifft einen so oder so. Das heißt, wir können direkt auf ihn zurennen. Gut, ob ich jetzt hier hin sollte? Zumindest gab es hier nichts anderes, oder? Oh nein! Beschleuniger, okay. Hat da noch irgendwas? Nee, ne? Nee, gut. Dann geht's hier weiter. Trinken kurz was. Wollen nicht unvorbereitet hier irgendwo reinlaufen. Jetzt ist immer so einer dranhängen, ne? Das sieht ja schon wieder aus wie von Ritter Astorias da im. In sein. Oh Gott, das sieht doch schon aus wie eine Falle hier drin. Kann man hier die Wand kaputt machen? Ne. Drehen. Oh! Mann, Mann, Mann. Was trinken? Sieht so groß aus.
Und denkt, da kommt gleich jemand. Abfall gefunden. Na, sehr gut. Okay. Gut, gut. Okay, es ist alles nicht so schön hier. Und die haben irgendwie so glühend rote Köpfe oder können die damit einfach nur nachts besser gucken? Man weiß es nicht. Hier unten auch welche? Anscheinend nicht. Ich lock mal einen an von denen. Okay. Okay, okay. Na gut. Okay. Es sind richtig viele von denen da, ne? Ich glaube, ich lock die wirklich alle einzeln an hier. Die fällen ihn auf jeden Fall ganz gut Scherben hier. Mal kurz hier hoch. Jetzt wir ganz kurz zurück hier. Giftung wegmachen. Und was trinken. Das war schon mal nicht schlecht. Da ist noch so einer. Oh, Alter, wenn er trifft, trifft er richtig, ne? Den da weglocken, bevor ich mich nur mit dem Typen anlege. Ja, komm her. Okay. Ja. Fiese Dinger, muss man sagen. Wirklich fiese Dinger. Jetzt müssen wir uns ja umgucken. Da geht's irgendwo raus. Hier war ein kleiner Aufgang. Gehen wir erstmal hier hoch. Jo, was machen wir? Es ist so ein bisschen. Man sitzt ein bisschen auf einem heißen Stuhl hier, weil man wirklich. Mhm.
Und hier geht's nicht weiter. Da kann man da rüberspringen. Und da rüberspringen? Bestimmt, ne? Wir probieren's mal. Ne. Das schaffe ich nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man kann's, definitiv. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man es kann. Das sah auf jeden Fall so oder derbst danach aus. Versuchen wir so ein bisschen mehr von der Seite. Bin mir ziemlich sicher, dass man es kann. Sieht doch danach aus, oder? Findet ihr nicht auch? Wahrscheinlich eher hier links muss man laufen. Natürlich ganz dumm gelaufen. Ich weiß nicht. Na gut. Gehen wir erstmal vielleicht einen anderen Weg. Und gucken, ob wir wo weiterkommen. Also ich glaube, man kann da längs springen, hüpfen und alles Mögliche machen, aber weiß auch nicht. Ein bisschen auf. Eine Seele von einem Helden. Okay, ich versuche noch einen Sprung. Wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir das. Aber ich würde es gerne noch mal probieren. Aber ich glaube irgendwie, dass man darüber kann. Sieht so danach aus. Ich nerv mich auch einfach nur dieses hysterische Gelächter von diesem Fischauge da. Man weiß es nicht. So, wir gucken nochmal. Also da hinten, da ist auch so ein Stück Holz, wo man darüber kann, glaube ich. Noch irgendwie vorgestellt. Nein! Da falle ich runter. Ja, okay. Wir wissen auf jeden Fall, dass man jetzt hin kann. Das müssen wir. Ich muss es nochmal probieren, dann leider. Und wenn, dann müssen wir noch alle Geheimnisse mitnehmen hier. Aber wozu dieser ganze Weg, wenn man da nicht rüberspringen durfte? Ne? Also, ich meine, da war ja nichts, was man finden konnte. So. Oh. Das nervt mich gerade total. Fuck mich ein bisschen ab. Dass ich das nicht schaffe. Aber wir gehen jetzt durchs andere Loch hier durch. So. Pass drauf. Das ist ein Kamin. Kamin bergen immer Geheimnisse. Der hier nicht. Leute, ich muss doch einmal rüberhüpfen. Es lässt mich nicht los. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann lasse ich das. Aber ich muss es nochmal probieren. Leute, 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 das muss sein. Das muss sein. Wenn ich das nicht mache, dann würde ich mir für mein Leben bereuen und denke mir, was habe ich verpasst? Gab es da die ultimative Waffe? Vielleicht gab es auch nur eine Seele. Vielleicht gibt es auch gar nicht. Vielleicht gibt es auch noch einen Gegner, der mir auf dieses Maul haut. Man weiß es nicht. Wir müssen es testen. So. Haben wir hier eine Truhe schon mal? Die man aufmachen kann? Wir finden einen roten Brocken. Ah, siehst du, hat sich doch gelohnt. Na du? Ein leerer Raum? Das kann nicht sein. Hä? Echt? Ein leerer Raum? Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es hier noch irgendwas gibt. Aber es gibt hier nichts. Weiter. Gut, hat sich ja richtig gelohnt, da diesen Mordsprung zu absorbieren. Naja, immerhin roten Brocken. Hat sich also doch irgendwie gelohnt. So, jetzt können wir uns endlich den anderen Weg gemütlich machen. So. Ihr lacht, ne? Will ich alle umbringen? Soll er das versuchen? Soll er das versuchen? So. Hier gibt es verschiedene Wege. Hier gibt es keinen Weg. Gibt also nur diesen Weg hier runter durch die Stadt. Das, was hier so vollgeschleimt ist. Kommen wir mal rein. Hier ist ein Fahrstuhl aktivieren können. Machen wir dann auch glatt.
Gucken wir mal, wo landen. Das müsste ja der oben sein. Der erste. Genau, perfekt. Ist super für uns zu wissen. Mega geile Abkürzung auf jeden Fall. Sehr gut. Die ist natürlich sehr offensichtlich, die Abkürzung, muss man sagen. Aber auch nicht mal verkehrt. Wenn Dark Souls dann auch mal was Nettes gibt, anbietet. Da. Und klar ist nicht mehr. Oh, ja, ja. So, schon was trinken. Viele Flakons haben wir nicht mehr. Estus haben wir nicht mehr. Wir müssen ihn da killen, denn der wird uns da, oder beide. So. Alles natürlich nichts. Hier ist auch Fujikato. Irgendwas? Da kommt durchrollen. Oh, ist das hier ein Eingang? Hoch. Da steht ja irgendjemand rum. Und der nächste Wächter sein. Naja. Kommen wahrscheinlich drum rum, gegen ihn zu kämpfen. Was ist er denn für ein Typ? Okay. Ja, eine fette Kugel. Drücken wir was. Okay. Schnell was? Kettenrüstung, okay. So, also die haut einfach um die Statuen, wa? Freak. Weiter geht's. Na, von wo? Von oben oder von unten? Sorry. Geht runter. Hier ist es einfach nur dunkel. Es wäre Licht, ja. Aber das sieht aus wie ein... So. Schön weit gekommen. Ich würde sagen, das reicht auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.